Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Faction Armageddon. Und wir sollen hier Wasserpumpen reparieren. Corporal, all the pumps are back online. How's things on your end? Mason, something's wrong. We're going to go investigate the treatment plant. Corporal! Damn it. Sam, where's that plant at? Deep Freeze 2 is located in the cave system below us. However, I must caution that the area is quite large, and finding the corporal will be... We're going down there. Show me the way. Den Corporal then. That's a long way down. Ach so. Ich dachte, ich musste mir den Weg jetzt noch kurz öffnen. Nee. Ich kann's ja nur. Ich muss es nicht. So. Something is moving up ahead. It's here. It's watching. Don't let it get into your mind. He's gone. We need to find the corporal. What the hell? So. Schau, das Danger-Schild kann ich nicht wieder ran reparieren. Nee, ich will kein Sturmgewehr. Kein Mensch will Sturmgewehre. Sam, what is that flashing? I detect no flashing. Are you alright? Also Blitze sind auf ganz verschiedene Weise möglich. Corporal, can you read me? Mason, get back to Bastion. We discovered a new creature. Say again, I can't... I can't see. I'm unable to maintain contact. Well, they gotta be around here somewhere. Checkpoint erreicht. Neues Video. Entities detected in your bloodstream. Presumed toxin. That's what's killing the soldiers. So, jetzt muss das Viech aber tot sein. Das überlebt niemand. Sag mal, schließ doch einmal deinen Atemkreislauf, du Fussi. So, wenn jetzt die Wasserreinigung... Where's the generator? No! Der Generator funktionieren, der wird nicht. Ups. Wenn man auf den Pfeil oben in der Mitte guckt, dann sieht man, ich muss einfach nur diesen Pfeil folgen, weil der zeigt immer in die Richtung, in die ich laufen muss, nicht in die Richtung, in die ich insgesamt. Yeah.
Ach so, wenn ich sie töte, kriege ich das Instant gut geschrieben. Ich muss es nicht aufsammeln. Cool. Also den Barshot meine ich. Ich habe hier ein Upgrade, das mir einen Barshot gibt. Und das gibt es mir sofort, ohne dass ich ihn aufsammeln muss, wenn ich ein Viech töte. That's a red faction beacon. They definitely went this way. Bohrmaschine. Und noch mehr Raketenwerfer. Also ich muss ja zugeben, dass ich Wasserreinigungsanlagen von giftigen Viechern besetzt werden, nicht unbedingt nochmal benutzen würde. Zwei reichen schon. Ausgezeichnet. Und er benutzt einen Raketenwerfer. Tja. Shouldn't our next course of action be to track down Hale? I can't abandon these people. If I hadn't taken that job... In all likelihood, Hale would have found another person to carry out his plan. He set me up and I fell for it. I've got to do what I can to make things right. Nein! Tja, damit ist die Welt verloren. Zumindest ist der Mars. Auf der Erde läuft es ja im Moment ganz gut, weil, naja, die Geschehnisse zwischen zwei erklären ist. Aber die konnten wir ja leider nicht miterleben. Ich denke aber, die kennen die meisten. Wo ist der? Ich kann hier nicht gewinnen. Nicht unter diesen Bedingungen. Oh, damit. Sag bloß, jetzt kann man hier Barschrott fahren. Das Ding da stehen bleiben konnte, das ist mir im Moment ein Rätsel. Ehrlich, wo sind diese Informationen gespeichert? Where are we? Administrative offices. There appears to have been an attack recently. More like a massacre. Ohoho. Die haben mir aber nicht schlecht Arbeit geleistet. Autopsie, tote Gegner wird waschen. Das habe ich schon.
Schutzhülle. Die Dynamik Mine erzeugt eine Sphäre. Wir schützen Energie, die Beschuss durch Waffen abhält. Feinde in dieser Hülle werden. Nein. So, habe ich jetzt ein Schild im Prinzip. Ein zusätzliches, ich selbst regeneriere. Was? Was jetzt richtig mies wäre, ist, wenn die sich gegenseitig unterstützen würden und gegenseitig super stark machen würden. Das wäre richtig mies. Das passt doch. Fuck it! Hat ja vorhin gesagt, irgendwas lasst es nicht an eure Köpfe ran. Hat er damit jetzt die Giftviecher gemeint oder das schwarze Vieh, was dann verschwunden ist, oder diese grünen Viecher? Weil ich würde am liebsten eigentlich gar nichts an meinen Kopf ran lassen. Ich finde es immer noch genial, wie Zerstörung repariert werden kann. Nur weil ich es nicht kaputt gemacht habe, gehört es mir. Müsste nicht eigentlich, wenn ich auf so ein Trümmerstück am Boden diese Nanoschmiede einsetze, jetzt in diesem Beispiel mal gezeigt, wenn ich jetzt hier auf dieses Trümmerstück so die Nanoschmiede einsetzen würde, müsste es dann nicht eigentlich heute hier so längs regenerieren? Anstelle von, dass sie gar nichts tut, hier. Müsste es nicht das Gebäude, wozu dieses Ding hier gehört, daran nicht wieder aufbauen? Das wäre irgendwie in der Logik, aber... Another beacon. Corporal would have ascended through these service stations. This is gonna be dangerous. Ah, darum habe ich das Geländer reparieren wollen. Tja. Ich denke aber, ich habe gerade meinen Timer gecheckt und gemerkt, ich habe vergessen, ihn zu starten. Da werde ich die Episode jetzt hier beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Vergesst das, es sind noch 6 Minuten, die ich aufnehmen kann. So, hier bin ich auf festem Boden. Oder sind das die schwarzen Viecher, die Giftviecher? We've run some preliminary surface tests and the results are, well, they're not good. The storms are out of control and show no signs of stopping. Atmosphere-wise, we're okay. We can breathe it, but there's no way to judge long-term effects. We may be stuck down here for a while. Warum schon falsche Volltreffer? Was habe ich denn voll getroffen? Plane is just ahead. I can't go much further. Corporal?
Corporal, if you can hear me, just stay where you are. I'm coming for you. Hope this bridge still works. Great. Jemand merkwürdiger auf dem Scharfschützen. Can that thing go any slower? Was zur Hölle war das denn? Finally. Eine so brutal sichere Tötungsmethode. Hang in there, Corporal, I'm coming. Bald müsste er uns doch auch so hören können, ohne vom Gerät. Another corpse. We are on the correct path. Or the wrong one, depending on your perspective. Nein! Nein! Damit hätte ich rechnen müssen, als ich geschossen habe. Elevator voraus. Also Hasho. Du. Matschi, matschi, matsch. Ein Beacon und Barschrott. Hm. Ob ich hier schon war? Wir wissen nicht, denn es liegt nach Barschrott rum. Das ist schlecht, das ist schlecht. Alter, hat das Vieh nicht viel ausgehalten. Ich glaube, jetzt mit den halben, das halbe Areal wieder drin. Ich darauf. Super. Das ist bestimmt auch nur wieder so eine Station, die wenigsten, ja, ist klar. So, ah hier. Nee, auch nicht. Es kann ja nicht sein, dass hier nur dieses Viech war, um die Verbesserungsstation zu blockieren. So, das war's dann mit dieser Folge, endgültig. Nächste Folge finden wir heraus, wo es lang geht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.